Und damit herzlich willkommen zurück zu Train Sim World 2. Willkommen zur ersten Dampflokfahrt auf diesem Kanal. Und das ist nicht auf der britischen Strecke. Ich habe mir gedacht, jeder andere wird wahrscheinlich die britische Strecke mit der Dampflok fahren. Deswegen hatte ich Lust, eine andere Strecke mit der Dampflok zu fahren. Und zwar fahren wir Dresden-Rieser von Meißen aus. Ein Dampfsonderzug von Meißen bis Dresden mit der LMS Jubilee Class. 5 Wagen haben wir, glaube ich, dran. Und dann würde ich sagen, legen wir schon mal los und setzen uns in das große Dampfungeheuer, wenn man so will. Ach, Dampflok fahren ist schon cool. Ich habe nicht so viel Ahnung von der Dampflok. Das ist noch mehr gefährliches Halbwissen als sonst schon. Ich weiß ungefähr, wie man fährt. Aber wenn ich irgendwas falsch sage, dann korrigiert mich gerne. So, was hier das Pfeifen ist, ist die Safety auf Englisch, auf Deutsch, glaube ich, Sicherheitsventil. Das ist einfach dazu da, dass der Kessel nicht um die Ohren fliegt. Und da ich in diesen einfachen Dampflok-Modus fahre, kann ich, soweit ich weiß, das nicht so genau einstellen. Das heißt, wenn der Kesseldruck zu hoch wird, geht hier einfach irgendwann diese, sieht er, das hoch, das lässt den Dampf ab, dass der Kessel halt nicht einen zu hohen Druck bekommt. So, wir können dann auch gleich abfahren, würde ich sagen. Wir können nochmal links die Türen aufmachen. Ne, rechts die Türen aufmachen. Ich glaube zwar nicht, dass jemand in diese Dampflok einsteigen kann, weil ihr könntet auch mal den Unterschied zwischen Bahnsteig, so sieht man besser, Bahnsteighöhe und den Wagen anschauen. Das ist schon eine ganz schöne Menge. Da wird es, glaube ich, interessant, wenn Fahrgäste da einsteigen wollen. Ich glaube, hier steigt auch keiner mehr ein in unseren Dampflok-Sonderzug. Sind alle schon drinne. So. Dann. Ich will mal was ausprobieren. Kann man eigentlich? Kann man. Sehr gut. Weil wir müssten ja eigentlich eher so fahren. Das heißt, wir haben dann allerdings nicht die ganzen Ventile vor uns. Das heißt, wir müssten hier anfahren und müssen dann rüber wechseln auf die andere Seite. Weil wir ja natürlich eigentlich in der britischen Dampflok sitzen und da man links fährt, wir aber auf der deutschen Strecke fahren, um die Signale zu sehen, sollten wir also rechts fahren. So, das geht aber. Das finde ich sehr cool, dass wir uns auf die andere Seite begeben können. Dann, Tür zu. Wir lösen die Bremse. Stellt den Richtungswender nicht allzu hoch ein. Den Richtungswender kann man hier nochmal einstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der jetzt genau macht, aber es zusammen mit dem Regler bestellt er so ein, wie stark die Dampflok beschleunigt. So ungefähr würde ich das beschreiben, wenn ihr das genauer wisst, in die Kommentare, aber so ungefähr. Deswegen, sollte man das beim Anfang nicht so hochstellen. Die Zylinderhöhne lassen wir geöffnet, dann kommt vorne nachher noch ein bisschen Dampf raus, das werdet ihr sehen. Den großen Auswurf machen wir auf, um loszufahren. Den werden wir nachher während der Fahrt wieder schließen, soweit ich weiß. Und dann dürften wir eigentlich losfahren können. Und eine Dampflok muss man natürlich von außen angucken, während sie losfährt. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar würde ich ganz gerne, hier vorne würde ich gerne hin. Gib mir mal die 8-Kamera. Danke. Ich will noch ein bisschen Licht machen. Wir machen mal, ich glaube, richtige Beleuchtung für Deutschland. Eigentlich immer 3, ne? 3 Lichter, so müsste man. So sollte das richtig aussehen, dass ein Zug von vorne mit 3 Lichtern ist in Deutschland eigentlich immer ganz gut. So würde man das vermutlich auch beleuchten. So, dann geht's los. Auto ist geöffnet, Bremse ist gelöst, das ist alles aktiv. Apropos, und da wir hier auf einer, glaube ich, in einem Szenario fahren, ist jetzt kein Heizer neben uns. Der müsst ihr euch einfach vorstellen, dass hier ein Heizer neben uns steht, der dann auch heizt. So. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt daran liegt, dass wir jetzt irgendwie diesen Modus eingestellt haben von der Dampflok. Oder dass auch, wenn man in Szenarios die Dampflok benutzt, dass die generell keinen Heizer hat auf anderen Strecken. Kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. So. Dann. Genießen wir die Abfahrt. So, da ist das Sicherheitsventil auch ausgegangen, weil wir jetzt natürlich auch den Druck durch die Fahrt verringern. Und vorne über die Zylinderhähne wird immer noch ein bisschen Druck abgelassen, wie man sieht. Die könnten wir jetzt auch mal ausschalten. Zylinderhähne aus. Den großen Auswurf geschlossen, soweit ich weiß. Und jetzt beschleunigen wir auch vernünftig.
So, dann einmal auf die richtige Seite. Um auch hier vernünftig zu fahren, wie man in Deutschland fahren würde. Gibt's eigentlich auch auf Endenhorn? Nee, gibt's nur auf... Es gibt nur das eine. Und leider kann man bei dem Horn oder bei... Ne, Makro... Ist es ein Makro? Ich glaube, bei Dumplok ist das tatsächlich ein Makrofon. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall bei dem Horn. Da kann man das leider... Wir sind ein bisschen schnell. Nee, ich glaube, es ist einfach nur... Ein bisschen... Sie ruckelt auch ein bisschen auf der Strecke, muss man ja sagen. Was habe ich jetzt eingestellt? Regler geschlossen, das ist gut. Was ich sagen wollte, war... wollte ich jetzt sagen. Ist weg. Egal. Wir genießen jetzt diese wunderschöne Dampflokfahrt. Und da ist die Safety auch schon wieder an. Das Sicherheitsventil. Können wir noch weiter beschleunigen? Ja, dann lassen wir noch ein bisschen hoch beschleunigen. Genau, was ich sagen wollte, man kann das, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber normalerweise kann man bei der Dampflok ist das ja so ein Seil, woran man zieht. Und kann das so ein bisschen die Tonhöhe verändern der Pfeife. Wenn ihr wisst, was ich meine. Das können wir natürlich hier leider nicht im Moment. Das geht leider hier in TSW nicht. Deswegen ist immer nur ein Ton. Die Pfeife. So, wie schnell sind wir? 50. Wir dürfen noch ein bisschen hochbeschleunigen. Und jetzt natürlich von außen. Gleich. So, wunderschön. Da dampft sie dahin. Ich glaube, wir sind fast zu schnell, ja? Wir sollten mal wieder die Regler gleich ausschalten. Wir dürfen gleich 100, aber jetzt noch nicht. Jetzt müsste uns gleich auch schon ein Zug entgegenkommen, oder habe ich den verpasst? Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich den tatsächlich verpasst. Hier kommt nämlich eigentlich schon ein Zug entgegen. Kann sein, dass eine S-Bahn entgegengekommen ist, in VVO-Lackierung. Leistung haben wir jetzt. So, 100 dürfen wir jetzt? Ich weiß gar nicht, was die überhaupt kann. Aber ich glaube, 120 fährt die. Bin ziemlich sicher eigentlich. Ich glaube, 120 ist man zu den Dampflokzeiten. Alter, es spielt ja irgendwie. Kommt aus dem Jahr 58. Ich weiß nicht genau, wann die gebaut wurde. Wahrscheinlich irgendwann in den. Ich würde einfach mal so schätzen, 20, 30er Jahren, 40er Jahren, die britische Dampflok hier. Und da könnte ich glauben, konnte ich schon 120 fahren. Deswegen, es wird auch das Höchste sein, was wir heute fahren können. Immer wieder schön. Ach, wunderschön, ich liebe es. Dampflok fahren ist doch was Tolles. Und wir werden natürlich auch mit der Dampflok, ich habe ja gesagt, wir werden das ab und zu auf verschiedenen Strecken fahren. Ich werde mir so ein paar Szenarien erstellen. Vielleicht das ein oder andere aus dem Creators Club mir holen. Und bei die Taranta Rampe hochfahren. Und vielleicht auch mal meinen Spessartbahn hochfahren. Und so ein bisschen was damit zu tun haben. So. Also ich habe auch KI-Verkehr verbaut. Aber den ersten haben wir wahrscheinlich wirklich gerade verpasst, die erste S-Bahn. Aber so der ein oder andere Zug sollte uns noch entgegenkommen. Wir fahren ja auch über die S-Bahn-Strecke. Man sieht ja ab und zu auch, wie das Feuer aufgeht. Auch wenn wir jetzt keinen Heizer hier zu sehen, wie er reinschaufelt. Man sieht ab und zu, wie das, wie die Feuerkammer aufgeht hier. Und der heizt halt die ganze Zeit nach. Normalerweise würde ein Heizer nicht die ganze Zeit nachheizen und Kohle reinpacken. Nur dieser KI-Heizer, den es bisher nur gibt, der ballert halt die ganze Zeit Kohle rein. Und das würde man normalerweise nicht machen. Normalerweise würde ja... Der Fahrer dann zum Heizer sagen, lass mal, damit der Druck nicht so hoch wird, lass mal mit der Kohle. Soweit ich das weiß, wie gesagt, gefährliches Halbwissen, vor allen Dingen bei Dampflok bei mir. Und der würde dann aufhören. Deswegen, dann würde die Safety oder das Sicherheitsventil auch gar nicht anspringen. Da geht's auch wieder an.
sehr schön. Sieht schon schön schnell aus, die Dampflok. Hier nochmal auf die Räder, die finde ich ja immer so faszinierend. Super gemacht. Also wunderschön, die Dampfloks in TSW. Ich liebe diese zwei Stangen, die so voreinander her sich bewegen. Das ist total faszinierend. Könnt ihr stundenlang zuschauen. So ein bisschen was Meditatives fast. Wunderschön. So, wieder rein. Und wir wechseln auch wieder diese auf die richtige deutsche Seite, sage ich mal. Jo. Und müssen gleich mal bremsen, obwohl ein bisschen haben wir noch. Wie gesagt, wir haben ordentlich Druck auf dem Kessel gerade. Deswegen, man sieht das glaube ich auch an dem ersten Rad, das obere, links oben müsste der Druck sein. Ne? Also es gibt da links jetzt zwei neue Hardanzeigen, die ihr sicherlich seht. Und die obere Hardanzeige von den beiden müsste der Druck sein. Richtig. Runter auf die 60 erstmal. Haben wir echt die Zylinder hier hatten wir zugemacht. Die könnten wir glaube ich auch noch aufmachen, ne? Um da den Druck ein bisschen abzulassen, glaube ich. Ich glaube, die macht man während der Fahrt eigentlich nicht auf, oder? Bin mir nicht sicher. Wie gesagt, von Dampfloks ist bei mir echt gefährliches Halbwischen. Wir haben die Bremse gelöst, wir können wieder ein bisschen mehr Leistung drauf geben. Weil dann hört man nicht so die ganze Zeit die Safety. Dann lässt der vorne noch ein bisschen Dampf ab. Ich weiß noch nicht, ob man das während der Fahrt machen würde. Das kann ich halt überhaupt nicht sagen. Weil jetzt bleibt der Druck auch schön unten. Vielleicht sollten wir einfach mit dem offenen Zylinder hinfahren. Ich glaube, dann baut er nur nicht so viel Geschwindigkeit auf. Aber wir brauchen ja auch gerade nicht so viel Geschwindigkeit. Wir fahren ja nur 60. Halten dann auch gleich einen Crossweg. Das heißt, das sollte passen. Regler nochmal kurz wieder raus. Haben jetzt da die 60 und bremsen dann gleich für Coswig. Aber wir dürfen jetzt sogar wieder ein bisschen. Wir müssen ja eigentlich gleich bremsen. Ja. Ich glaube, diese Zylinderhähne macht man nur an, wenn man anfährt. Also ich habe meine, wenn ich mal die wenigen Dampflok, die ich irgendwie in Aufnahmen gesehen habe, habe ich in Realität schon mal eine Dampflok gesehen, als ich ganz klein war. Ja. Da ist das immer, dass es am Anfang so ein bisschen vorne raus dampft, möchte ich sagen. Und sonst eigentlich nicht. So, wir nehmen die Leistung raus. Und fangen an zu bremsen für Coswig. Ich glaube, ich fahre auch wieder zu hauruck mit einer Dampflok. Das ist bei mir aber wirklich voll geht. Passt. Von der Bremsung her. Und da geht das Safety an. Übrigens sehr schön, auch den muss ich mal zeigen, dieses Teil, was sich da vorne dreht, das hier. Was sich die ganze Zeit dreht. Wir sind ein bisschen langsam jetzt. Ja. Jetzt haben wir zu früh gebremst. Ist das so, dass die Bremse immer stärker wird, so langsam man wird? Oder bleibt die Bremskraft gleich? Das weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Wir sollen das nämlich ja nur ein Stückchen nach vorne. Dann sind wir gleich in Coswig. Muss halt immer die Seite wechseln, ne? damit man auch schön hier am Bahnsteig bremsen kann. Kann man das ein bisschen besser überwachen. So.
Vor allen Dingen mit so einem Sonderzug sollte man vielleicht nicht zu stark bremsen, weil man ja wirklich auch hinten wahrscheinlich, ja, nicht alle hinten eine sehr entspannte Fahrt haben wollen und natürlich vielleicht auch hinten irgendwas an Essen gereicht wird und so. Und da dann so stark zu bremsen, wäre, glaube ich, nicht so gut. So, hier steht noch eine 185er in, ich glaube, die müsste auch von Lukas, also DBÜBB, also Trainfan DBÜBB sein. Sehr schöne Lackierung. Das war wieder ein bisschen stark. Das war wieder doch wieder lavanische Hochbremse auf mit der Dampflok. Da stehen wir, machen kurz die Türen auf. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch nicht glaube, dass bei uns jemand einsteigt hier. Ich lasse mich gerne das Bessere belehren, aber ich denke nicht. Und wir haben eigentlich auch keine Wartezeit. Fand das aber irgendwie trotzdem ganz cool, mal ab und zu anzuhalten an gewissen Bahnhöfen, um einfach nur mal das Anfahren zu sehen. Das ist irgendwie mit das spektakulärste bei der Dampflok, finde ich, wenn die anfährt. So, wir hatten auch die ganze Zeit den Verrichtungswender nur auf 14. Okay, kein Wunder, dass wir nicht so schnell gefahren sind. Wenn wir den höher schalten, müssen wir auch schneller beschleunigen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. So, Bremse schon wieder gelöst. Wir schließen die Türen. Und fahren dann auch gleich ab. Mach mal den Hahn hier wieder aus. Zylinderhahn. Gehen wir mit dem Richtungswendler noch ein bisschen mehr rein. Ein bisschen mehr Leistung. Jetzt müssen die 120 auch mal ausfahren hier. Wir müssen mal irgendwie eine schnellere Strecke mit der fahren. Vielleicht mal über die Schläferstrecke von München nach Augsburg, um zu gucken, was sie kann. Die Dampflok, das würde mich ja auch mal interessieren. Jetzt hier über die S-Bahn-Strecke. Da vorne fährt noch ein Güterzug. Müsste eine 182 in, ich glaube, ÜBB-Lackierung sein. So wie das aussieht. Ja, ich denke, es ist ÜBB-Lackierung. Mit einem Autozug. Was sagt unsere Dampflok? Sie fährt. Ganz eifrig. Macht sich hier auf den Weg. Mit fast 80 Sachen jetzt schon. Und ein Güterzug. Ich weiß gar nicht, was vorne für eine Lok dran hing. Wirkte was Blaues.
185 vermutlich, SBB vielleicht oder so, ich weiß nicht, was ich da dran gehängt habe in dem Szenario. Habe ich gestern Abend gebaut, das Szenario, habe ich mir nicht gemerkt. Auf jeden Fall spiele ich in den Szenarien, die ich baue, sehr, sehr gerne mit Lackierungen rum. Ich finde das so super cool, wenn man Szenarien baut und dann überall verschiedene Lackierungen rumfahren. Oh, guck mal, fliegende Überholung. Das ist eine coole Lackierung, die habe ich runtergeladen. Die ist von Trains and Play. Das sind diese Harbins-Wagen in N-Wagen-Lackierung. Oder ist eigentlich, glaube ich, beruht auf einem Graffiti, was er gesehen hat, soweit ich die Beschreibung gelesen habe. Grüße gehen raus an Trains and Play, der hat diese Lackierung. Matt auf im TSW 2 im Creators Club genannt. Sehr, sehr cool. Coole Überholung gerade hier. Aber er fährt auf dem Gegengleis, ne? Aber die Szenarios auf der Strecke sind auch manchmal ein bisschen broken. Also irgendwie aus irgendeinem Grund fährt der Gegengleis. Ne, jetzt fährt er heute wieder. Ne, doch nicht. Fährt noch weiter Gegengleis. Und auch rechts ist grün, das heißt, da könnte jetzt auch noch gleich ein Zug vorbeisausen. Da bin ich ja mal gespannt, ob da jetzt auch noch ein Zug ankommt. Also auf der rechten, auf dem Regelgleis rechts ganz von uns ist jetzt ein grünes Signal freigeschaltet. Das heißt, da sollte auch was kommen. Wir sind ja nicht ganz so schnell. Wir fahren 109. Man müssen wir eigentlich 80 fahren. Haben wir noch eine Ecke. Den holen wir fast wieder ein, den Kollegen da hinten, ne? Ich weiß nicht, was der fährt. Doch 120, 100, ich glaube 160 darf er. Ich weiß nicht, ob die KI 160 fährt. Wahrscheinlich nicht. Wir holen nämlich gefühlt auf. Wann sind die 80? Noch nicht, okay. Nur nicht, dass wir die 80 vergessen hier kurz vor Dresden-Neustadt. Oder sind die auf der S-Bahn-Strecke gar nicht auf 80 runter? Ich weiß es nicht ganz genau. Müssen wir gucken. Na, ich guck mal eben, ob von hinten schon was anderes rauskommt. Ne, bisher sind wir noch nichts. Aber immer wieder schön bei der DAF-Lok nach hinten zu schauen. Sehr cool. Das Gleis hat immer noch eine grüne Strecke. Ich hoffe, wir kriegen noch eine fliegende Überholung. Das wäre sehr, sehr cool. Aber ich weiß nicht genau, wann der kommt, der Zug. Wir sind ein bisschen schnell, ne? Wir dürfen eigentlich nur 120. Also wir haben herausgefunden, 130 schafft er. Wir sind auf Regler, ist geschlossen, genau. Dann sollten wir jetzt wieder langsamer werden. Entschuldigung, das macht einfach Spaß hier. Aber ich freue mich schon auf eine deutsche Dampflok, ne? Oh, das wird auch so cool, wenn wir eine deutsche Dampflok kriegen. Da freue ich mich ja auch schon wirklich sehr drauf. Jetzt haben wir natürlich keinen Dampf mehr, der oben rauskommt, so wirklich. Wir haben die Leistung ganz rausgenommen. Jetzt geht die Safety an. Oder das Sicherheitsventil. Ich hoffe, das Sicherheitsventil ist die richtige Übersetzung, aber ich meine schon. Weil ich hätte jetzt einfach nur die Steams von... Doch, ich habe das schon mal mit dem... Black Dragon sind wir doch schon mal Dampflok gefahren. Da hat das, glaube ich, auch Sicherheitsventil genannt. Auf... In... E-Ray Valley sind wir ja schon mal Dampflok gefahren. Da ist, glaube ich, auch eine neue Dampflok rausgekommen. Vielleicht kann ich da auch nochmal fahren. Ich hoffe ja immer noch auf die fliegende Überholung, aber ich glaube, der dauert noch ein bisschen, bis der Zug da kommt, weil der... Sonst wäre da rechts kein grünes Signal. Irgendwas kommt da. Vermutlich was Schnelles. 70 in 1,4.
Das ist dann auch schon kurz vor Dresden-Neustadt, 70 angekündigt, dann gehen wir jetzt schon mal ein bisschen in die Bremse. Nicht zu stark. Da 44%, die Bremse legt sich relativ schnell an, die Bremse, finde ich. Also, gehen wir wieder ein bisschen raus. Wir sind irgendwie immer auf 7% Bremse angelegt, warum das denn? Kann man die erst lösen, wenn sie... Wir müssen jetzt aber auch 70 haben. Wir sind sehr schnell. Da muss ich doch ein bisschen heftiger bremsen hier. Und wir lösen. Jetzt brauchen wir natürlich ein bisschen, bis gelöst ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich ein bisschen langsam gleich. Aber 1 Kilometer vor Dresden-Neustadt zu beschleunigen, finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll. Und ich finde, diese Perspektive müssen wir mal von außen gucken. Ich weiß, wir gucken sehr, sehr viel von außen, aber ich finde den Dampflok, die gehört einfach von außen angeschaut. Was steht denn da? Eine S-Bahn. Und zwar, ich glaube, mit einer besonderen Lackierung müsste auch von, ja, auch von, mit der 2500-Abo-Lackierung von mir, beziehungsweise die, der Lukas alias TrainFanDB ÜBB gebaut hat. In dieser wunderschönen Lackierung steht hier eine S-Bahn. Vielen Dank nochmal für diese Lackierung, die finde ich echt cool. Ich glaube, ich habe dir im Video auch echt zu wenig gezeigt. Sehr cool. So, wir schauen mal eben, was unser Dampflok sagt. Sie nähert sich mit schnellen Schritten Dresden-Neustadt. Das ist ein Fenster. Was können wir mit dem Fenster hier machen? Ach, da vorne kann man das Fenster aufmachen. Man kann jetzt hier rausgucken mit offenem Fenster. Aber das kann man auch nur machen bei gutem Wetter, so wie jetzt gerade. Sonst wird man, glaube ich, ein bisschen nass. War doch auch irgendwo noch ein ICE. Haben wir den gerade verpasst? Irgendwo müsste hier auch ein ICE noch umgefahren sein. Aber ich glaube, der ist schon raus. Den habe ich irgendwie verpasst. Und naja. Ich glaube, in Dresden-Neustadt sieht der Dampflok auch richtig stark aus. In diesen großen Bahnhofshallen. Auch in Dresden-Hauptbahnhof halt. Aber diese großen Bahnhofshallen, da passen die Dampflok schon echt gut rein. Und deswegen sind sie vermutlich auch so hoch gebaut, ne? Damit der Dampf da rauskommt. Ein Talent hier fährt ein. Wollen wir mal bremsen? Ja, wir bremsen schon mal, ne? So, wir kommen in Dresden-Neustadt. Wir machen trotzdem noch kurz die Türen auf. Und fahren dann auch gleich wieder ab. Und ich würde sagen, Abfahrt auch wieder in Außenperspektive, oder? Ich finde Abfahren in Außenperspektive bei den Dampfloks viel schöner. Ich weiß, wenn ich zu viel bei der Dampflok gerade mit der Kamera rumfliege, dann sagt mir Bescheid, dann lasse ich es. Aber ich finde, Dampfloks bieten sich wie kein anderer Zug dafür an, dass man von Außenperspektive abfährt. Wir lösen die Bremse. Und sollten dann eigentlich noch ein bisschen Leistung aufschalten und dann soll es losgehen. Warte mal, ist die Tür überhaupt zu? Wir riegeln die nochmal. Ich glaube, der kann trotzdem abfahren, ohne dass die Türen zu sind, soweit ich weiß. Bewegt er sich schon? Jetzt sollte er. Da fährt ein RE ein. Mit einer, auch mit einer besonderen Lackierung. Das müsste die Ottoer Zugkraftlackierung sein, da links mit einer 112. Während wir jetzt hier ausfahren. Ich finde, in Dresden-Neustadt sieht die Dampflok so gut aus. Da verschwindet sie. Und gleich auf der Brücke müssen wir da, glaube ich, auch wieder von außen gucken, oder? Zumindest ein bisschen.
Was dürfen wir eigentlich? Ja, 80 dürfen wir. Gleich 60. Passt. Ja, komm, zeig mir die Altstadt von Dresden und die Dampflok davor. Das Bild würde ich haben. Ah, werden wir gleich überholt? Ich denke doch, der sollte doch schneller fahren, oder? Der AI als wir. Und 60 hier, obwohl. Nehmen die mal raus. Sind die Regler geschlossen, genau. So, da geht die Safety wieder an. Und dann nähern wir uns Dresden Hauptbahnhof. Wir bleiben mal bei den 53, mehr 60 dürfen wir eh nicht. Fahren wir 50? 39 fahren wir. Ich war beschleuniger gar nicht mehr. Ich genieße einfach gerade die Fahrt. Einfach nicht beschleunigen. Dann stehen wir gleich in Dresden Hauptbahnhof. Wir sind letzter Zeit viele, obwohl ich weiß nicht, die Folgen kommen doch noch. Wir werden nächstes Mal wieder viel Dresden-Riesa fahren. So ein paar Folgen hier aufgenommen. Aber ist auch eine schöne Strecke. Deswegen, diese Folge wird möglichst wahrscheinlich vor einigen Folgen erscheinen, die dann die ich das schon davor aufgenommen habe. Aber da die Dampflok gerade neu ist, möchte ich sie auch auf meinem Kanal zeigen. Und ich dachte mir halt, die Liverpool-Strecke, die zeigt halt jeder mit der Dampflok, ne? Und da hatte ich einfach Bock, hier mal ein bisschen rumzufahren. Und Talent unten im Bahnhof. Dann geht's hier auf dem S-Bahn-Gleis, halten wir jetzt hier erstmal. Und dann, ich überlege so eine Reihe rauszumachen, wie tatsächlich mit dem ICE auch. Wo ich so eine ein ICE um die Welt-Reihe gemacht habe. Die ich auch mal weitermachen könnte. Dass wir auch so eine Dampflok um die Welt schicken. Einfach mal mit Dampf um die Welt oder so. Dann darf man mal auf den Dampf, mit der Dampflok auf ganz verschiedenen Strecken fahren. Arosaline wäre auch cool. Ist da natürlich eigentlich Schmalspur, aber irgendwie hätte ich Bock auch mal die Arosaline hier aufzudampfen. Das wäre natürlich, glaube ich, richtig schwer, oder? Schafft der 4% Steifung die Dampflok? Dann würde ich wahrscheinlich nur die Dampflok nehmen. Keine Wagen dahinter. Ich glaube, wir können ja ordentlich durchfahren bis zum roten Signal. Ja, wir haben noch ordentlich Platz. Kommt da noch ein Zug? Das würde mich mal interessiert, weil ich habe eigentlich noch Züge eingestellt. Da kommt der AI. Dahinter kommt noch ein IC, den haben wir jetzt gar nicht gesehen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm.
Das kann man immer nicht so genau abpassen, welche Züge man sieht, aber ich finde, wir haben ein paar Züge gesehen, deswegen hat Spaß gemacht, hoffentlich auch der Zugverkehr, den ihr sonst so gesehen habt. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr den so fandet. Nicht so viel. Und da steht. Stehen vom roten Signal. Sehr gut. Und zack. Sehr schön. Das freut mich. Da stehen wir in Dresden Hauptbahnhof. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit der Dampflok. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und tschüss.